Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zu unserer Chaos-Kolonie. Ja, womit beginnen wir denn heute? Ist eine gute Frage. Fangen wir einfach mit dem Drucker an. Das ist wahrscheinlich das Einfachste. Eine Wühlmauswelpe oder Erde? Ich nehme mal meinen größten Feind, den ich habe. Die Wühlmauswelpe. Und gebe hier direkt einen Einfangbefehl auf Prio 9 und dann bitte hierher bringen. Schauen wir gerade mal Schubwühlmaus. Und da ist die Wühlmauswelpe. Okay, dann beides eingestellt. Dann sollte das hoffentlich gleich passieren, bevor die hier alles durcheinander bringt. Ja, schauen wir mal. So, dann gab es eine Frage nach Schutzanzügen. Ich sollte mal nachts, was ja jetzt halbwegs der Fall ist, das Spiel pausieren. Es ist, glaube ich, nur ein Duplikant außerhalb der Kolonie unterwegs, dass ich die Schutzanzugstation mal wieder auffüllen lasse. Also ganz grundsätzlich würde ich sagen, die ist voll, die ist fast voll. Den einen hat er gerade angezogen. Und da wird ein Schutzanzug angeliefert. Also wir haben es ja so eingestellt, dass die Schutzanzüge immer wieder geliefert werden. Deswegen die Priorität bei allen hoch auf 9, damit das wirklich schnell passiert. Wir haben hier eingestellt, dass die Schutzanzüge, da ist es, oh, das müssen wir bei den Bleianzügen auch noch machen, dass die abgenutzten immer wieder instand gesetzt werden oder werden die eigentlich auch wieder zurückgebracht. Also auch wenn das hier jetzt gerade blöd aussieht. Aber insgesamt ist die Anzahl der Schutzanzüge schon hoch genug. Also wir können hier nochmal 2 oder 3 liefern, aber ja komm, machen wir das nochmal 3 Stück dazu. Aber es sind ja mehr als genügend für alle da. Man muss vielleicht mal einen kleinen Umweg in Kauf nehmen, aber ja. Das zu dem Thema, dann haben wir da auch mal kurz nochmal drüber gesprochen. So, das mit der Wühlmauswölpe scheint gerade halbwegs zu funktionieren. So, die ist jetzt gefangen. Schauen wir uns auch mal an, ob die weggebracht wird. Das sieht bislang noch nicht so recht nach aus. Ah, jetzt aber, okay. Abraxas macht das Ganze. Verfolgen wir das doch mal. Nicht, dass da irgendwas schief geht. So, wunderbar. Und jetzt können wir uns mal anschauen, ob die aus diesem Raum rauskommt. Es gibt wohl Probleme, habe ich gelesen. Oder wir hatten ja im Stream das Thema auch kurz, wenn ich das mal so formulieren darf, dass wir da über Welpen gesprochen haben. Vielleicht auch ein bisschen ausführlicher, wer weiß das schon. Also diejenigen, die dabei waren, wissen es auf jeden Fall. dass die ihr Häufchen direkt neben einer Tür machen können. Und das dann dazu führt, dass die durch die Tür durchkommen. Oder die machen das in die Tür, ich weiß es gar nicht genau, wie es war. Aber irgendwie so kann das wohl doch Probleme geben. Schauen wir mal. Was hier natürlich auch nicht schlau ist. Ich habe nicht den Platz drumherum freigelegt. Ja. Naja, egal. Wir werden sehen, ob da jemand entkommt oder eben nicht. So, dann würde ich jetzt heute ganz gerne nochmal über... Achso, hier können wir ein bisschen was freilegen. Einmal den Bereich hier brauchen wir ja so nicht mehr, wie wir ihn jetzt haben. Achso, wir müssen unser Sweepy-Dock. Ja, die ganzen Materialien sind hier drin. Und blöderweise gibt es hier noch immer keinen Befehl, das Lager zu entleeren. Wir versuchen das einfach mal, indem wir hier... Das ist für mich jetzt auch neu. Also mit dem Sweepy Dock habe ich noch nicht so ganz viel rumprobiert. Aber wir bauen hier einfach mal noch einen zweiten Förderschienenbelader, wo wir die Sachen rausholen und dann da wieder fallen lassen. In der Hoffnung, dass das Ganze funktioniert. Thank you.
Also das Wichtigste ist jetzt, das Ding steht auf 4, ne? Genau, ist schon mal gebaut. Wenn ich jetzt hier Rohmineral einstelle, bin ich, da ist ja alphabetisch sortiert. Hätte ich jetzt erwartet, dass der das da reinpackt. Vielleicht macht er das erst, wenn die Schiene gebaut ist. Aber ich glaube... Ah, der selber hat keine Anschlüsse für Transportschienen, ne. Das wäre natürlich noch besser, ne? Duplikanten leeren den Speicher des Docks in verfügbare Lagerbehälter. Okay, dann würde ich gleich... Warum wird denn das jetzt hier wieder nicht gebaut? Bedienung benötigt Fertigkeit, aber wir haben ja... Ja, vielleicht warten wir einfach noch kurz. Bei Maxman ist es gemäß Zeitplan nicht erlaubt und bei zwei anderen erfordert es die Fertigkeit. Na gut, wir haben auch nur Maxman, der ist aktuell da. Oh, wir haben ein paar Punkte, die wir, aber wir haben schon eigentlich recht viele Punkte verteilt, ne? Na gut, bei Schachtels noch nicht. Da können wir das auf jeden Fall mal dazu nehmen. Dann haben wir noch jemanden, der es dürfte. Und da packen wir auch nochmal Punkte ins Bauen, dass wir da so ein bisschen beschleunigen können. Bei Prinz LP nochmal ins Graben. Percy Creeper. Ja, ich glaube, ich lasse die restlichen Punkte mal gerade erst nochmal, dass ich die dann bei Bedarf wieder verteile. Oder wenn ich feststelle, dass irgendwas nicht... funktioniert. So, Maxman oder Schachtels? Also bei Maxman ist das Bauen schon hoch. Und bei Schachtels noch nicht. Dann nehmen wir das dann nochmal mit dazu. Ja, ah, jetzt kommt es auch. Wer hat es gemacht? Maxman. Okay, ja, und jetzt funktioniert das auch. Ja, wunderbar. Okay. Recht einfache Lösung, auch wenn das jetzt nicht geschickt ist, das Zeug dahin zu werfen. Aber es ist ja nur eine vorübergehende Lösung, weil wenn wir hier gleich einmal alles aufgeräumt haben an Material, dann ist das gewesen. So, dann haben wir hier noch Filtermaterial und genau, hergestelltes Material. So, Sweepy räumt jetzt den Rest hier auf. Was machen wir mit dem Sweetle denn? Den will ich da eigentlich auch nicht... drin haben. Fangen wir den mal ein. Vielleicht habe ich irgendwo noch einen Tieraussetzer, der entsprechend eingestellt ist. Weiß ehrlich gesagt gar nicht. So, die hier wurden immer noch nicht mit Filtermaterial beliefert. Ist das ein Problem, weil wir Sand haben wir genug, 35 Tonnen. Reines Prio-Problem. Ah, kein Duplikanten, der Versorgung und Lagerung macht. Wir haben allerdings auch selten untätige Duplikanten. Wer könnte das denn hier theoretisch machen? Anonym TV kocht. Ich glaube, der ist unser einziger. Wir haben auch noch TK, der ein bisschen kochen könnte. Der macht. Ach, TK macht auch die dekorieren Sachen. Dann nehme ich bei dir mal Landwirtschaft raus, weil dafür haben wir eigentlich genügend andere. Und nimm mal das Versorgen und Lagern und Aufräumen mit dazu. Ja. So, dass wir dann da jemand haben, der auch mal Sand hier hinbringt, dahin bringt und so weiter. So, da ist noch mal ein bisschen Wasser, das wir aufwischen müssen. Wunderbar. So, ich wollte eigentlich jetzt die heutige Folge so ein bisschen dem Kochen widmen. Und habe da so ein paar Ideen für mich gesammelt. Es ist ja nun mal so, dass wir hier mit dem Essen ein Problem haben, so wie wir es bislang gelagert haben. Das kann man zweifelsohne so sagen. Jetzt geht meine Idee dahin,
dass wir die Küche nicht mehr im Wohnbereich haben, sondern dass wir die irgendwo außerhalb der Kolonie haben. Das heißt, in einem Bereich, wo wir mit Schutzanzug hingehen können. Und diesen Bereich wiederum würde ich dann gerne sehr kalt halten wollen. Das ist so meine Idee dazu. Jetzt würde ich ganz gerne... Ah, hier ist noch ein Kaltdampfschlot. Okay. Der ist, glaube ich, auch neu. Graben wir uns noch ein bisschen weiter nach da. Plus wir graben uns noch ein bisschen weiter nach hier. Dass wir dann noch auch die Reste erkunden. Hier. Da dürfte wahrscheinlich nichts sein. Hier mal im Schauen, da kommen wir rüber. Hier ist noch ein Neuraloszillator. Okay. Auch hier kommen wir rüber. Wenn wir das bis dort freigraben, dann müssten wir hier auch den Rest noch sehen können, ob da irgendwas ist. Plus, wir sollten uns hier nochmal reingraben. Da kommen wir dann runter. Und dann nach dorthin. Das sollte auch hier unten dann alles aufdecken, falls sich in der Ecke nochmal was versteckt hat. So, und dann haben wir hier noch den Bereich, aber da sind wir ja schon am Graben. Okay, dann nehmen wir danach mit dem Erkunden ein ganzes Stück hin. Hier haben wir noch so einen Block im Grunde, wo wir mal schauen müssten. So, das Einfachste wäre jetzt im Grunde, die Küche irgendwo in ein Eisbiom zu verlagern. Das ist auch gerade so meine Idee. Alternativ wäre es so, die Sachen irgendwo, also irgendwo in einem Bereich anzulegen, den man künstlich kühlt. Das ist vielleicht auch eine Variante, die man mal machen könnte. Aber ich würde, glaube ich, in diesem Eisbiom vielleicht hier unten eine Küche anlegen. Das ist so gerade meine Idee. Dann kann man nämlich den Schutzanzug anziehen, legen uns hier vielleicht direkt einen entsprechenden Weg auch an mit Ziegeln, dass wir den auch schnell zurücklegen können. Ja, mittlerweile ist das mit den Gasen sowieso egal. Das heißt, wir können auch die Tür öffnen. So. Da das ja immer ganz gerne gesehen wird, wenn wir das machen, machen wir das jetzt an dieser Stelle auch. Nee, wir machen es anders. Wir bauen die Leiter noch eins weiter rüber. So, dann kann man nämlich dort auch mal öffnen. So, und hier können wir die Leiter weiter nach unten verlegen. Meinetwegen bis hier. Wir haben jetzt hier keine Form der Isolation bislang. Vielleicht machen wir auch das in dem Zuge dann nochmal, weil wir haben ja diesen Bereich hier können wir schon mit unserer Kühlung, die wir haben, mit runterkühlen. Und dann gehen wir hin und grenzen hier sowieso unsere Kolonie so ein bisschen nach oben ab. Weil wir haben zwar hier isolierte Ziegel gemacht, aber hier eben nicht. Und man sieht schon, wie die Wärme hier auch nochmal in Richtung Kolonie zieht. Und wenn wir diesen ganzen Bereich hier mitkühlen, das heißt, wir werden auch in irgendeiner Form hier noch isolierte Ziegel mal hochbauen, nehmen das mit dazu, dann habe ich hier noch einen Bereich, wo ich Pilze oder sowas eventuell anbauen kann, wo wir temperaturstabil sind und ja, dann sollte das Ganze eigentlich klappen. Was genau ist denn hier passiert? Da warte, das war doch, wo vorher die Tür war, oder? Sonst wäre hier auch kein Gold am Anfang. Also was auch immer da passiert ist. Interessant. So, also hier wollen wir runter und dann hier unten eine Küche anlegen. Dafür baue ich mal... Eine isolierte Ziegel machen hier gar nicht so viel Sinn. Machen einfach normale Ziegel. Brauchen wir hier überhaupt Ziegel? Ja doch, macht schon Sinn, bevor hier mal irgendwas einstürzt oder so. So, das ist der Boden. Dann können wir die Leiter noch verlängern.
damit wir hier auch an die ganzen Graupelweizenkörner später mal rankommen. So, und dann fangen wir hier an, damit wir erst den oberen Bereich bauen können. So, nur mal für mich zur Planung. Wir brauchen hier unten dann einen Elektrogrill, einen Mikrobenmatscher eventuell und einen Gasherd. Das passt hier locker alles rein. Wir haben dann auch noch einen Platz für ein paar Räume und so weiter. Und meine Idee dahinter ist dann, dass wir die ganze Nahrung, die noch zubereitet werden muss und, erst hier unten hinbringen. Die wird dann hoffentlich schnell genug kühl. Das müsste man dann nochmal schauen und beobachten. Und wenn das Ganze dann verkocht ist, wird es von hier hochtransportiert hierhin. In unser Nahrungsmitteltresor. Und dann muss man mal beobachten, wie kühl die ganze Geschichte noch ist, wenn sie da ankommt. Ob das dann reicht, dass wir nach wie vor ein Deep Freeze haben und eine sterile Atmosphäre. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter, warum ich das Ganze hier in Eisbiom mache. So, die Tür ist auf. Hier haben wir sicherlich noch ein paar Nährstoffriegel drin und Prinz LP lasse ich mal gerade nach dahin laufen, dass die Tür sich auch mal... Okay. Das war zu erwarten, dass da nichts anderes als ein Pool ist. Ja, das ist also so ein bisschen die Idee für die Küche, wie wir das machen. Die Alternative wäre gewesen, wenn man nicht so ein Eisbiom überhaupt gehabt hätte oder nicht halbwegs nah. Man hätte auch hier hingehen können, aber ja. Das Ganze zu kühlen. Ich weiß eben, wie gesagt, nicht, wie schnell sich das Essen abkühlt, wenn das da unten ankommt. Also die Zutaten. Das wird man alles mal beobachten müssen. Genauso wollte ich dann ja auch schauen, was für Rezepte wir vielleicht haben, die Temperaturen ignorieren oder die sowieso länger haltbar sind oder. Aber das werden wir dann alles durchschauen, wenn die neue Küche fertig ist. Was wir ebenfalls machen könnten, wäre hier noch dann ein Transportsystem zu bauen, damit die geernteten Sachen direkt hierher gebracht werden. Dann werden die fallen gelassen, dann liegen die ja auch länger in dem kühlen Bereich, als wenn sie hierher gebracht werden. Weil wenn sie hierher gebracht werden, ist es meistens so, dass sie erst hergebracht werden, wenn sie auch verkocht werden. Solange liegen sie rum und schauen wir mal. Was mir hier jetzt noch einfällt, wir können natürlich das Ganze noch ein wenig beschleunigen, indem wir da eine Rutschstange hinbauen. Vielleicht bauen wir die auf die andere Seite, damit wir noch... Obwohl das Abyssalit gibt, glaube ich, sowieso keine Temperaturen ab, aber... Ja. Dann könnten wir sie von da oben bis hier unten nutzen. Entschuldigung. So, da ist jemand eingesperrt. Kann sich aber selber befreien. Recht viel verschmutztes Wasser. Ja, es ist nicht schlimm. Wir haben ja Gott sei Dank unten am Ölbiom unser Schutzmechanismus. Ups. So, ich mach das hier jetzt schon mal so, dass wir uns hier noch halbwegs bewegen können, aber obwohl, ne, kommen wir gleich nicht. Ja, im schlimmsten Fall ist mal kurz jemand hier eingesperrt. Ich mach daraus mal eine 7. Alles frei machen. Im Grunde war es ja nur hier vorne kritisch. Okay. Das ist gar nicht so wenig verschmutztes Wasser, wie man denkt. Jetzt geht die Pflanze hier schnell kaputt. Oder dann die. Es sei denn... wir sorgen hier schnell für
ein bisschen Platz für das verschmutzte Wasser. Wenn ich es irgendwie kann, möchte ich das noch verhindern, dass das passiert. Ich weiß nicht, ob das gelingt, aber befürchte nicht. Hätte ich vorher nachgucken sollen, aber ist auch nicht. Es ist kein Weltuntergang. So, dann müssten wir mal eben schauen, wie kriegen wir hier am geschicktesten Strom runter. Ich habe ja gerade schon mal angedacht, dass wir das Ganze hierher verlegen. Können wir die Leiter zerlegen? Ja, können wir. Hier ein paar Ziegel rein, um das Wasser hochzudrücken, und dann können wir hier nämlich auch noch die isolierten Ziegel fertig bauen. Bauen das hier fertig, bauen hier eine. Ah, perfekt. Können wir auch alles zerlegen. Dann können wir nämlich hier die Leiter nach unten durchverlängern, um hier auch einen noch schnelleren Weg zu haben. Oder einen alternativen Weg. So, ich denke, unsere beiden Pflanzen sind. Ne, die eine haben wir tatsächlich gerettet. Die andere leider nicht. So, ich brauche keine Pause zum Überlegen. Was machen wir mit dem verschmutzten Wasser? Das wird, glaube ich, lange brauchen, bis das. Ja, wir müssen das mal hier alles aufwischen noch. Den Rest plus hier auch. Aufräumen hatte ich bei TK mit dazu genommen. Anonym TV soll sonst noch wischen. Okay. Ich denke, ich nehme das Aufräumen mal bei unseren ganzen Leuten für die Landwirtschaft dazu. Und wenn wir dann nämlich hierher gehen und daraus in allen Fällen den neuen machen, dann sollte das ziemlich schnell erledigt sein mit dem Wischen. Dann haben wir hier nicht mehr so viel Wasser, dann kommt hier noch eine Tür gleich rein. Und schon haben wir nämlich auch mit dem Ausgasen hier nicht mehr so das Problem, wie wir es haben. Da ist noch mehr. So, wunderbar. So, dann geht's weiter. Und zwar brauchen wir einmal einen. Ich vermute mal, dass wir den Elektrogrill am meisten brauchen, ohne dass ich das weiß. Deswegen kommt der dahin. Dann, naja, lieber ein bisschen näher zusammen. Den Gasherd nach da. Und den Mikrobenmatscher nach da. Ein Stromnetz wird garantiert hier unten gebraucht. Stopp, das legen wir dann hierher und dann nach oben. So, das haben wir jetzt soweit. Dann können wir die wieder entfernen. Die werden nicht mehr gebraucht. Wir können die Leiter hier runter verlängern. Den zerlegen. Warum gibt es denn hier noch keine Rutschstange? Wie nachlässig ist denn das? Die nehmen lieber Gold. Links, rechts. Wir packen sie hier nach links. Ich breche jetzt die anderen Aufträge nicht mehr ab. Ach, Sandstein, Sandstein, Sandstein. So, Küche.
Ernie, ich übertrage erstmal die Einstellung. Wir werden sie dann alle nochmal einzeln durchgehen. So, Stromnetz. Ich hatte hier oben ja schon was angefangen. Oh, das hier ist... Obwohl, Ernie, es geht auch zwischendurch ins Rote. Weil wir hier was dran haben. Na, schon nicht wenig. Plus... Den Wasserfilter, die Flüssigkeitspumpe. Ich glaube, diese ganz kurzen Spitzen machen auch noch gar nichts. Nur wenn das mal für längere Zeit überlastet ist, dann ist das ein Problem. So, was wir im Grunde machen könnten, wir könnten das Netz hier runterlegen. Aber es ist... Das trägt nicht gerade zu unserer Übersichtlichkeit bei, ne? Was die Stromnetze betrifft. Aber da ist sowieso nichts mehr übersichtlich. Gehen wir hier mal mitten auf der Leiter runter. Dann haben wir links und rechts drumherum noch ein bisschen Platz. So, eine Brücke brauchen wir da. Da, da. Und da. Plus hier. Hier. So, und dann kommen wir hier rum. So. Jetzt müsste ich... Eigentlich wäre es ja noch schlauer, obwohl ne, wir kommen hier auch mit einem Räumer so hier an alle ran. Brauchen wir einen Förderschienenbelader, um das Essen hier wieder rauszubringen. Und wir brauchen eine Schütte, um hier die ganzen Sachen fallen zu lassen. So, hier räume ich jetzt mal eben die Flüssigkeiten alle weg, dass das Ausgasen hier aufhört. Damit wir hier wirklich nach Möglichkeit dann in absehbarer Zeit nur noch CO2 haben. Ja, außerdem können wir hier noch dicht machen. Jetzt haben wir, glaube ich, erstmal genügend Aufträge für heute, ne? Das kann jetzt auch alles fertig gebaut werden. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Wir müssen leider jetzt für heute schon wieder zum Ende kommen, aber morgen geht's weiter. Dann können wir die ganzen Sachen so ein bisschen einstellen. Ich hoffe, dass wir dann auch schnell mit den Bauaufträgen durch sind, dass wir auch Transportsysteme für die Zutaten aus der Kolonie hierher bringen können, also von hier oben. Werden wir dann Fleisch holen, von hier werden wir die, die Grubfrüchte oder Wühlfrüchte, von hier die Dornbeeren und ich glaube, das war's. Achso, und von hier noch die Pilze, plus das werden wir ja auch noch ein bisschen erweitern möglicherweise. Kühlung müssen wir noch ausbauen, also es gibt genügend zu tun und ja, vielleicht ganz zum Ende noch schnell einen Blick in die Forschung, können wir da noch... ja, wir haben hier den Rest fertig, dass wir da jetzt den nächsten angehen könnten. Jo. Da noch eine kleine Anmerkung dazu. Ich habe da gestern vielleicht ein bisschen aus Unwissenheit ein bisschen was Falsches erzählt, weil ich gesagt habe, dass dieser eine Teilchengenerator wohl reicht. Ja, also der würde natürlich reichen, wir würden nur viel Zeit verlieren, weil was ich tatsächlich nicht gewusst habe, ist, dass hier später noch Forschungen kommen, wo wir teilweise 300 Forschungspunkte haben müssen, hier sogar 340. Das war mir so nicht bewusst. Da macht es dann sicherlich doch noch Sinn, hier einen weiteren Teilchengenerator zu bauen. Vielleicht sogar einen hier so hin, der auch nach unten schießt. Das würde dann die Geschwindigkeit fast verdoppeln. Da ist die Entfernung ein bisschen größer. Oder was man ebenfalls machen könnte, man baut
Kann man die da drüber bauen, über den Keuchwurz? Nee, das wird nicht funktionieren, oder? Nee, dann wird er ausgegraben, okay. Ja, aber man könnte hier noch einen hinsetzen und hier und dann mit einem Redirector oder wie der heißt. Ja, genau, Teilchenblitz-Redirector könnte man die auch nach unten leiten. Also da gibt es verschiedene Varianten, um das noch zu beschleunigen. Ja, schauen wir mal. Da können wir auf jeden Fall nochmal ein paar Ideen später einbringen. Aber jetzt sind wir für heute erstmal durch. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Falls dem so ist, na, ihr wisst ja, lasst mir gerne einen Like da. Und dann sehen wir uns morgen. Tschüss.